bin's, der Ben. Immer noch in der Karibik offensichtlich, aber nicht verzagen. Wir schauen uns heute Twilight Imperium Rex an von Fantasy Flight. Das hier ist die englische Version, die ich euch zeigen werde, aber nicht verzagen. Es gibt mittlerweile die deutsche Version vom Heidelberger Spieleverlag. Fall eines Imperiums, glaube ich, oder so ähnlich heißt es dann. Spiel ist dasselbe. Wir gucken kurz rein. Ich erkläre euch, wie es funktioniert. Und dann sage ich euch, wie ich es finde. So, willkommen auf Mechatol Rex. Das ist also der Planet, der im Zentrum der Galaxis im Twilight Imperium Universum steht. Wer jetzt hier, ich habe ja gesagt, das ist hier ein Remake von Dune, wer jetzt hier einen Planeten erwartet hat, der wird enttäuscht werden. Stattdessen findet ihr hier so eine Sektorenkarte, wie das bei Arkham Horror der Fall ist. Aber schon mal gleich vorweg, ich persönlich finde das übersichtlicher, aber es gibt einfach viele Leute, denen ist eine Karte, eine richtig schöne, tolle Karte, richtig echte geografische Karte, viel lieber. Kann ich nachvollziehen, sieht hübsch aus. Das ist halt einfach rein aus der Übersichtlichkeit. Wie gesagt, die ich finde, dass es so besser ist, auch was Spezialfähigkeiten und Verbindungswege der einzelnen Sektoren anbelangt. Gefällt mir besser. Ja, dann seht ihr hier auch gleich schon die schöne Miniatur der Bombardementflotte. Das ist also hier Sol, also das sind wir Menschen sozusagen, die hier über den Planeten streifen und die einzelnen Gebiete hier bombardieren und versuchen den Lasaks, die das Ganze hier bewohnen, den Gar auszumachen. Ja, dabei spielt ihr eben eine von bis zu 6 verschiedenen Alien-Rassen und diese Rassen sind eben bekannt aus dem Twilight Imperium Universum. Ihr bekommt auch hier hinten immer bei diesem Rassenschild immer noch eine tolle Backstory. Also wenn ihr daran interessiert seid, ganz nett zu lesen. Ja, aber das Wichtigste findet ihr eben vorne drauf. Da habt ihr zum Beispiel die Lasaks, die könnt ihr hier auch spielen. Ihr bekommt hier Fähigkeiten beschrieben, die ihr habt in eurem Spiel. Ihr bekommt hier für Setup und ihr bekommt hier Infos über euer Recruitment. Was das bedeutet, dazu gleich mehr. Ja, aber wie funktioniert das Ganze? Ihr bekommt zum Start schon mal Einheiten aufs Spielbrett. Und Einheiten, das ist einfach hier nur, also keine Miniaturen, sondern das sind hier diese sechseckigen Chips. Man könnte jetzt sagen, warum keine Miniaturen? Wahrscheinlich, weil es das Spiel einfach viel teurer gemacht hätte, logischerweise. Aber diese Chips sind jetzt auch nicht schlecht. Ja, wie gesagt, die kommen hier eben auf diese Sektoren. Gleichzeitig bekommt man noch ein bisschen Einfluss zum Start. Und Einfluss, das ist das hier. Das sind diese Chips. Und mit diesem Einflusschips eben, das ist das Geld in diesem Spiel. Und mit diesem Geld werdet ihr eben Sachen kaufen. So, wie funktioniert das Ganze jetzt? Die erste Phase des Spiels ist die Phase, in der Einfluss aufs Spielbrett kommt. Dafür gibt es hier ein Deck. Und in diesem Deck sind Karten, die immer an 2 Sektoren der Karte, in dem Fall ist es Sektor 18 und 11, also man könnte es jetzt auch hier durch das Bild erahnen oder durch die fettgeschriebene Schrift hier, kommt jetzt 4 Einfluss und 10 Einfluss. Den platziert man also einfach hier in diesen Chips auf diesen Feldern. Also was habe ich gesagt, es kommen 4 auf 18, wir müssen nur 18 suchen, hier. Ah ne, ist auch noch speziell, ist hier oben. Ihr seht, manche der Sektoren sind hier doppelt nummeriert, also das hier ist 18 und das hier ist 18. Das bedeutet aber nichts anderes, als wenn diese Flotte sich bewegt, und die wird das demnächst tun, ich komme gleich dazu, dann vernichtet die alles, was auf so einem Sektor ist. Und es wird wirklich alles vernichtet. Und wenn ihr jetzt hier so einen Doppelsektor habt, wie hier 18, 18, dann steht die mehr oder weniger so. Und es gilt so, dass alles auf diesem Feld dann verschwindet. Gleiches gilt hier, haben wir zum Beispiel 5, 5. Wenn das also, die bewegt sich immer hier im Kreis und ihr seht schon, hier beginnt es mit 1, 2, 3, 4, eben bis 18, einmal so außenrum. Und wenn es hier eben so Doppelsektoren gibt, dann steht die eben auf beiden drauf und es wird alles vernichtet, was hier steht. Ja, dann kommen wir auch schon zu einer der spannendsten Elemente in diesem Spiel, das ist die Beat-Phase. Ihr habt hier ein Deck mit Taktikkarten, die dieses Spiel ordentlich durcheinander bringen und auch für den Kampf elementar wichtig sind.
Und diese Karten, auf die wird jetzt blind geboten. Für jeden Spieler, der mitspielt, sagen wir mal, wir spielen mit 4 Spielern, wird jetzt hier eine Karte blind rausgelegt. So. Und jetzt wird verdeckt jeweils auf eine Karte geboten. Man weiß also nicht, auf was man bietet, muss aber drum bieten. Könnte also jetzt sein, dass das hier Schrott ist oder was ganz, ganz Cooles. Nur einer der Spieler weiß tatsächlich, was hier jeweils drunter liegt. Also der weiß ganz genau, auf was er hier bietet. Und er kann natürlich diese Informationen so nicht weitergeben. Das ist auch wichtig in diesem Spiel. Ja, und dann wird es eben abgehandelt, bis alle Karten weg sind. Und man hat ein Handkartenlimit von 4. Und sobald man das erreicht hat, dürfte man auch nicht mehr bieten, selbst wenn man noch genügend Zaster übrig hat. Ja, und nach der Bietphase kommt es eben zum Recruitment. Ich habe ja schon mal kurz gesagt, dieses Recruitment, das, hier gibt es hier ein bisschen Free Recruitment. Und was das einfach heißt ist, Recruitment ist etwa nicht das Rekrutieren, ist also nicht neue Einheiten aufs Spielbrett bringen, sondern tote Einheiten wieder zurück in den Pool befördern. Und das darf man eben bis zu seinem Limit von Free umsonst. Also ich kriege jetzt hier zum Beispiel hier immer eine Einheit aus meinem Pool der toten Einheiten. Und dann dürfte ich noch für 2 Einfluss jeweils noch weitere Einheiten rausziehen, damit ich die wieder verfügbar habe. Allerdings maximal 5. Ja, und dann kommt das Manöver. Das ist also jetzt das Bewegen der Einheiten auf dem Feld. Und diese Manöverphase, die besteht jetzt aus 2 Sektionen. Das erste ist immer die Bewegung und das zweite ist das Deployment, also das aufs Spielbrett bringen. Was ich jetzt machen darf, ist einen beliebigen Stapel meiner Einheiten, egal wie groß, von einem Feld auf ein anderes ziehen, das bis zu 2 Felder weit entfernt ist. Also etwa von hier nach da und dann von hier nach da. Also das sind 2 Schritte, auch wenn man das... Ich finde, das sieht man hier deutlich besser als jetzt auf einer anderen Karte. Ja, nachdem das passiert ist, dann darf man eben das sogenannte Deployment durchführen. Deployment, das ist nichts anderes als eben neue Einheiten aufs Spielbrett bringen, hier zum Beispiel vom gelben Spieler. Und man darf das irgendwo auf der Karte, man muss also hier nicht vertreten sein. Wenn man das auf einem Feld macht, bei dem irgendwo nichts drauf ist, dann kostet mich das einen Einfluss jeweils für jede Einheit. Wenn ich das auf einem fremden Gebiet mache, dann kostet mich das 2 Einfluss pro Einheit. So, nachdem jeder dann sein Movement und Deployment gemacht hat, kommt es zur Kampfphase. Den Kampf bespreche ich gleich, der ist nämlich sehr, sehr speziell in diesem Spiel. Ich gehe dann schon mal zur nächsten Phase über, das ist dann die Collection-Phase. Und zwar darf ich jetzt für je eine Einheit, die auf einem Feld dann noch steht, wenn das auf einem Feld ist, bei dem auch Einfluss ist, so zum Beispiel, darf ich jetzt pro Einheit 2 Einfluss von diesem Feld herunternehmen und darf mir das in meinen Vorrat legen. So kommt also der gemeine Spieler, also der generelle allgemeine Spieler, meine ich damit, an weiteres Geld. So, das Einzige, was noch übrig bleibt, ist die sogenannte Bombardement-Phase. Dafür gibt es hier ein Deck und da wird einfach die oberste Karte aufgedeckt. Dann wird gesehen, hier was draufsteht, in dem Fall zum Beispiel plus 4. Und das heißt eben, dass sich jetzt diese Flotte 4 Felder, also Zahlenfelder, weiter bewegt und einfach alles mitnimmt, wo sie drüber läuft. Ja, und dann kommen wir eigentlich schon wieder zur nächsten Runde. Wie funktioniert aber jetzt der Kampf? Ich habe gesagt, das ist ein ganz interessantes Prinzip in diesem Spiel. Und zwar funktioniert es mit diesen 2 sogenannten Battle Dials, also hier die Kampfscheiben. Und das Kampfsystem ist wirklich sehr, sehr amüsant, denn es ist im Grunde genommen ein Beatspiel. Das heißt also, wenn es zum Kampf in einem Sektor kommt, weil hier 2 verschiedene Einheiten stehen, also es muss hier zum Kampf kommen, das muss hier so aufgelöst werden, dann passiert jetzt Folgendes. Jeder Spieler nimmt sich eben so eine Scheibe und bietet jetzt geheim bis zur Anzahl der Truppen, die er hier drin stehen hat. Also wenn ich jetzt hier 4 drin stehen habe, kann ich also bis zu 4 bieten. Und ja, der hier könnte 2 bieten. Außerdem muss ich mir einen meiner Anführer aussuchen. Die Anführer, die habe ich noch nicht erwähnt. Das sind hier solche Chips und diese Chips haben eine Stärke aufgedruckt.
Diese Stärke, jetzt hier der General, der die Stärke von 6, die wird hier dazu addiert. Das heißt also, den General, den setze ich hier noch irgendwo hin. Natürlich alles auch geheim. Und dann müsste ich jetzt eben bei der Auflösung, wäre es jetzt hier 6 plus 4, wäre 10. Wo ich den hinstecke hier, das bestimmt außerdem, ob ich noch eine dieser heiß begehrten Taktikkarten spiele. Und zwar entweder eine Verteidigungskarte oder eine Angriffskarte, wie hier die Energy Rifle. Oder eben eine Angriffs- und eine Verteidigungskarte oder nichts. Ja, was machen jetzt diese Karten? Diese Karten sind dafür da, um gegnerische Anführer zu töten. So zum Beispiel sagt die hier, der ist sofort getötet, der gegnerische Anführer, wenn jetzt nicht der Gegenspieler das passende Gegenkarte hat, die passende Verteidigungskarte, wäre das hier das Mage and Energy Shield oder, na gut, falls er eine Tactical Retreat Karte hat, dann wäre er auch sicher. Das heißt, hier kommt noch so ein Steinschere-Papier-Prinzip mit rein. Es heißt natürlich nicht zwangsläufig, dass der Gegner auch diese Karte hat oder dass er weiß, welche Angriffskarte ich spiele, außer er wusste, was ich habe, denn der Angreifer behält seine Taktikkarten, wenn er denn gewonnen hat, den Kampf, und der Verteidiger muss seine gespielte Karte abgeben. Und das kann ja je nach Spieler anders aussehen. Das heißt also, man bekommt im Laufe des Spiels mehr Informationen über die Karten, die der Spieler zur Verfügung hat. Das heißt, es ist dann nicht ganz zufällig, sondern man weiß schon sehr genau, was hat der andere Spieler. Und dann geht es natürlich los, man muss sich wieder Gedanken machen, spielt er jetzt diese Karte, weil er weiß, dass er die Karte hat, oder riskieren wir es? Da kommt also sehr, sehr viel Spannung ins Spiel. Ja, und dann ist es eben so, der Gewinner des Kampfes verliert garantiert so viele Einheiten, wie er geboten hat. Hätte ich also jetzt hier als blauer Spieler tatsächlich 4 geboten, dann hätte ich zwar vielleicht den Kampf gewonnen, weil der andere insgesamt im Kampfergebnis nur 8 hatte, aber ich habe hier nichts mehr stehen. Das war natürlich auch nicht im Sinne des Erwinders hier, dass ich sage, jetzt steht hier nichts mehr, dann kann ich nämlich, weil die Einfluss-Collection-Phase kommt ja danach, dann kann ich hier auch nichts mehr einsammeln. Und falls ich eins der begehrten Siegpunktfelder, das habe ich mir noch nicht gesagt, wie man das Spiel gewinnt, darauf steht, dann hat man natürlich auch hier die Kontrolle verloren. Das heißt, du willst eigentlich nicht das Maximum bieten, auch wenn du vielleicht könntest. Du musst deinen gesunden Mittelwert finden. Ja, das war es aber noch nicht in diesem Spiel. Das wäre alles noch langweilig, wenn das nur das ganze Spiel wäre. Spannend wird es nämlich, wenn in diesem Deck von Einflusskarten eine sogenannte Ceasefire-Karte kommt, also ein temporärer Waffenstillstand. Dann nämlich dürft ihr fröhlich hier Allianzen bilden, und zwar eine Allianz aus bis zu 3 Leuten, und dann profitiert ihr nämlich von den Karten, Moment, ich suche sie raus, hier, dann bekommt ihr hier nämlich solche Advantage-Karten, also Vorteilskarten. Und was jetzt hier eben passiert ist, die Spieler, die alliiert sind, profitieren von den Spezialfähigkeiten der einzelnen Rassen. Und was ich eben auch noch nicht gesagt habe, ist, dass es ja zwei sehr interessante Sachen in diesem Spiel gibt. Zum Beispiel in der Beat-Phase, wo um diese Taktikkarten geboten wird, bekommt der Lasax-Spieler immer das gesamte Geld, das hier dann im Umlauf war. Der ist also unheimlich reich. Und ist man etwa mit dem Lasax-Spieler alliiert, dann darf der einem in fortfolgenden Beat-Runden, bevor man ein Gebot abgibt, so viel Geld rüberwachsen lassen, wie er möchte, damit ich wieder was habe und damit ich wieder bieten kann. Das heißt also, mit dem hier alliiert zu sein, heißt, man hat immer schön Zaster. Ja, und das andere war eben das Einbringen der Einheiten, also auf den Spielbrett, dieses Deployment. Dieses Geld wandert auch an einen Mitspieler. Und wenn man mit dem alliiert ist, dann hat es den immensen Vorteil, dass man die Einheiten zum Beispiel zur Hälfte des Preises aufs Spielbrett bringen kann. Soll das so heißen, ich kann für einen Einfluss auf ein leeres Feld 2 Einheiten bringen oder für einen Einfluss auf eins mit einer gegnerischen Einheit drauf. Also ihr seht, dadurch kommt also diese extreme Dynamik ins Spiel, dass man von den Vorteilen anderer profitiert. Allerdings verändert man dadurch auch die Siegbedingungen.
Die Siegbedingung in diesem Spiel ist es nämlich, dass man möglichst viele, und zwar, wenn man alleine wäre, drei Stück von diesen Siegpunktfeldern hier mit so einem Sternchen hält. Da gibt es insgesamt 5. Problem ist jetzt, für jede Allianz, für jede weitere Person, die an dieser Allianz teilnimmt, muss man ein weiteres Siegpunktfeld halten. Wir zählen hier 1, 2, 3, 4, 5. Also es gibt jetzt gerade 5 Stück. Soll also heißen, spielt ihr dann in einer Allianz aus 3 Leuten, muss eine dieser Allianzen alle Siegpunktfelder halten. Wird also richtig schwer, da müssen die 3 schon miteinander arbeiten. Und auch zu zweit, ne, müssen 4 gehalten werden, ist auch nicht unbedingt einfach. Das heißt, man muss immer abwägen, wer ist der Stärkste, von wem profitiere ich. Und daraus entsteht die große Dynamik von Rex. Ja, aber dazu mehr im Fazit. So, voll ab, ich muss mich direkt schämen. Eins der spannendsten Mechanismen in diesem Spiel habe ich einfach unterschlagen. Aber ich werde jetzt darauf zurückkommen. Es gibt in diesem Spiel noch die sogenannten Verräter. Ihr werdet das kleine Deck der Karten nicht sehen, aber jeder Spieler hat seine gesamten Anführer auch nochmal als Karten. Und am Anfang des Spiels werden alle diese Karten in ein Deck reingemischt, also von jedem Spieler, und wird fröhlich gemischt. Und dann wird gezogen und jeder Spieler bekommt Karten zugeteilt, und zwar 4 Stück. Und dann sieht er jetzt, welche Karten sind im Spiel, das ist ganz wichtig, und davon ist in Karten eine behalten. Im Idealfall ist das eine Karte eines Gegenspielers, denn das sind die sogenannten Verräter. Und man kann im Kampf so eine Karte aufdecken, wenn man sieht, dass genau dieser Anführer den Kampf anführt, und dann ist der Kampf automatisch für dich gewonnen, ja egal was passiert ist. Und dann ist dieser eben übergelaufen zu euch. Also zumindest nur temporär, denn er kann kein zweites Mal überlaufen. Er wird dann eben getötet. Und der Kampf ist für euch entschieden. Das ist natürlich sehr, sehr stark. Und man weiß nie, welche seiner Leute im Umlauf sind. Außer man hat ja das Glück und man hat von diesem Deck Karten eben seine eigenen gezogen. Dann weiß man schon mal, wer ist nicht der Verräter, den kann ich einsetzen. Aber man sieht eben nicht alle Karten, der Rest, der landet eben wieder zurück im Stapel. Das heißt, auch wenn jetzt die anderen Spieler deine vielleicht gezogen haben, oder 3 Stück, aber nur einen daraus gewählt haben, du weißt nicht, welcher das ist. Die anderen könnten eben wieder im Verräterstapel sein und ne, dann können die aber auch nicht gegen dich gespielt werden. Also, sorry, das habe ich vergessen, aber ich habe es jetzt nachgelegt. Kommen wir zum Fazit. Wir fangen gleich mal an. Ich hatte das Glück, ich habe das Original Dune gespielt. Das hat mir nicht so gut gefallen. Ich fand es ehrlich gesagt etwas unausgegoren. Rex, witzigerweise, ist nicht viel anders, zumindest nicht was die Grundmechaniken anbelangt, aber es wurde im Detail doch einiges daran geschraubt und das macht für mich Rex zu einem fantastischen Spiel für größere Spielerzahlen. Also wenn ihr das hier zu 6 spielen könnt, dann ist das ja neben dem Eisernen Thron eines der coolsten Spiele, die ihr auspacken könnt. Aber es spielt sich auch zu 4 sehr, sehr schön. Ich hatte sogar zu 3 viel Spaß. Und es ist relativ gut ausbalanciert. Ihr habt nämlich, ich habe sie gerade nicht da, ihr habt so Abdeckplatten drauf. Das heißt, wenn ihr jetzt mit weniger Spielern spielt, dann verändert sich einfach auch die Dynamik des Bretts ein bisschen dadurch. Und es wird schön, es bleibt schön spannend eben. Und das funktioniert nicht so unausgegoren, wie das jetzt bei dem Eisernen Thron bei 3 und 4 Spielen der Fall ist. Da ist das ja doch nicht ganz so prickelnd. Das macht Rex deutlich besser und das kann man eigentlich fast jedem empfehlen. Was macht das Spiel auch noch anders? Es gibt hier noch diese Betrayal-Karten. Ihr könnt also nochmal sozusagen euch losreißen. Das ist in einer Allianz, also jeder bekommt hier so eine Karte zugeteilt und das ist nochmal eine spezielle Siegbedingung. Wenn ihr also in einer Allianz seid und habt das Spiel gemeinsam gewonnen und ihr habt auch noch eure Siegbedingungen erfüllt, könnt ihr die aufdecken und sagen, Edgy-Badge, ja, wir haben zu dritt gewonnen, aber ich bin eigentlich der richtige Gewinner, ich bin euch in den Rücken gefallen, denn ich habe das auch noch geschafft. Sollten das mehrere Spieler geschafft haben, ist ja auf jeder Karte auch noch hübsch eine Zahl drauf und dann gewinnt natürlich die niedrigere Zahl ist es. Könnte auch die höhere sein, ist ja auch egal. Also, hoch oder runter.
Der Punkt an der Sache ist, das macht das Spiel nochmal spannender, nochmal interessanter und es ist in diesem Spiel sowieso schon viel Kommunikation, es ist in diesem Spiel viel Interaktion und dieser Beat-Kampfmechanismus ist so fantastisch, einzigartig und macht so, es ist so spannend, es ist wirklich nichts, wird hier nichts gewürfelt, kein Zufall, es ist rein ja, euer Verstand und das Einschätzen eurer Mitspieler, die hier in diesem Spiel bestimmen, wer den Kampf gewinnt oder verliert. Und das gefällt mir eben an Rex sehr gut. Und es ist eins dieser wenigen Spiele eben, die in großer Besetzung so viel Spaß machen, die so viel Interaktion eben bieten und Kommunikation, wie man sie sonst nur in einem kooperativen Spiel wiederfindet. Und hier habt ihr das Ganze in einem sehr stimmigen, thematischen, ich würde fast sagen Kampfspiel, aber mit unterliegenden Euromechaniken. Also wenn diese Beschreibung auf euch passt, wenn euch das anspricht und ihr habt Rex noch nicht, sofort kaufen, denn das ist wirklich Spaß pur und es macht mir wirklich in jeder Konstellation unheimlich viel Spaß. Aber wie gesagt, in Vollbesetzung ist es der absolute Traum und da habe ich eigentlich als was so ein Sechsspielerspiel anbelangt, noch nichts Besseres gespielt, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Ich danke für dieses Restnutzexemplar dem Cosim Shop, der uns das mal wieder zur Verfügung gestellt hat, damit wir das präsentieren können. Und danke Cosim Shop, danke Christoph. Ich hoffe, ihr kauft es da auch, um uns ein bisschen zu unterstützen, denn dann bedeutet das, dass wir auch in Zukunft mehr, besser, neuere Spiele vorstellen können. Unter anderem auch kann ich euch schon sagen, wir werden uns auch Mage Wars, dem Hit aus den USA, widmen und das auch dank Cosim Shop. Also ihr seht's, das hilft jedem von uns. So viel dazu, spielt schön, bis zum nächsten Mal, ciao.